We have taken objective. Seid herzlich gegrüßt, liebe Freunde. Wir spielen heute Battlefield 1 und das Ganze aus der Luftfestung, dem dreisitzigen Bomber. Und ich sitze vorne raus am coolsten Geschütz, das es überhaupt gibt in diesem Spiel. Ach, jetzt haben wir hier keinen gekriegt, so eine Scheiße. Ja, ihr seht, das Ding hat einen guten Aimbot mit dabei oder was auch immer. Auf jeden Fall zeckt das brutal, auch wenn man nicht wirklich trifft. Der trifft und 98, 2 hat er noch. Den haben wir. Linus fliegt das ganze Schmuckstück hinten raus. Sitzt ja noch einer, der am also Abwehr-MG sitzt. Keine Ahnung, ob der zu uns gehört oder nicht. Ich glaube nicht. Oh, war das knapp. Ansonsten natürlich wieder liebe Grüße auch an die Community und die, die heute auch mitspielen. Da gibt es wieder einige davon. Und ansonsten werden wir natürlich versuchen, hier möglichst lange in diesem Flieger zu sitzen und euch mal so ein bisschen Gameplay davon zu zeigen. Schauen wir dazu, läuft. Ja, den haben wir. Das Ding ist einfach nur geschmeidig. Der sitzt hier vorne draußen, das ist einfach Tontauben schießen. Also hoffentlich kriegen wir das jetzt lange. Ich meine, man kriegt ihn recht gut gecountert. Ja, man kriegt jetzt durchaus vielleicht auch den Eindruck, dass der bis okay ist. Ach, das sah so fast aus, als wenn sich da einer versteckt. Den haben wir. Aber es gibt die Counterflieger, also diesen Einsitzer zum Beispiel. Der ist extrem hart hiergegen. Also wir hatten schon ein paar Runden, da wollten wir mit dem Spiel und der hat uns einfach gnadenlos weggeheimst. Und da sehen wir, wir werden schon verfolgt. Unser Heckschütze, er muss uns verteidigen. Und Linus fliegt hier so lange in seine Kreise. Das ist ein feindlicher Bomber. Jetzt können wir ein bisschen... Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen Engine disabled. Okay, wir haben ihn, glaube ich, auch echt eine Menge eingeheimst. Den haben wir auch. Und ich glaube davor, die sind sogar tatsächlich abgespielt. Ja, das sind sie. Fette Scheiße. Und kommt, uns klebt schon wieder einer im Hintern. Der muss den killen. Das darf doch nicht zu Ende sein. Hart. Na gut. Schauen wir mal, ob in der Stadt vielleicht noch ein bisschen was abgeht. Da wollen wir ja auch noch ein, zwei Leute killen. Da sehe ich doch. Vielleicht da oder da oben drauf auch nicht. Ach, das war nicht. Ja, vielleicht macht Linus noch ein bisschen was. Ach, da haben wir noch einen. Ja, sauber. Das ist schon relativ easy. Man muss hier eigentlich nur darauf sich konzentrieren, richtig vorzuhalten. Auch dem haben wir gut Schaden gemacht. Und man muss eigentlich nur vorhalten. Ansonsten richtig drauf zielen ist nicht so wichtig. Also entweder hat das eine Range oder es hat halt einen harten Aimbot. Eins von beiden. Aber ihr seht schon, ich meine, das dürfte man eigentlich so normalerweise, wenn es jetzt keine Sprengradius gehabt, diese komischen Geschosse, die wir da verschießen, dass es keine Granaten sind, sondern einfach nur Projektile, dann dürfte ich davon gerade so gut wie gar nicht getroffen haben. Aber ist egal, ich meine, ich finde es ganz gut, dass es hier so einen Block gibt. Vielleicht ist er etwas zu stark, da können wir vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Oder wenn es halt ein Sprengradius ist, den vielleicht ein bisschen verringern. Also es könnte schon ein bisschen schwieriger sein. Denn ja, wenn man sich darauf erstmal eingestellt hat, wie weit man vorhalten muss und so weiter, dann ist das einfach, also gefühlt einfach geschenkte Kills. Aber das gibt es ja durchaus bei anderen Fahrzeugen und sowas hierbei auch. Das kann ja echt sein, dass es an sich so gewollt ist. Es ist nicht störend, das ist nicht game-breaking. Denn wie gesagt, man kann den hier recht gut countern. Unter anderem auch mit schwereren Panzern, also wenn man da... Okay, sah so aus. Vor allen Dingen, wenn man diesen Schrotflintenschuss und sowas hat, da kann man schon einiges mitmachen. Also da kriegt man den recht gut runter, weil wir sind recht langsam. Oder wenn irgendwo ein stationäres MG ist, die Flaks sind auch hart, die knacken uns auch böse. Und da hier unten steht zum Beispiel eine, die ist einfach nur nicht besetzt. Und das Schlimmste ist dann irgendwann der Zug. Also wenn der Zug da ist, kann man sich den Flieger hier fast komplett sparen. Da kriegt man Dinger reingewirkt, da werdet ihr nicht mehr glücklich. Also das geht überhaupt nicht. Das geht dann halt auch und was über die gesamte Zeit geht, was super effektiv ist, ist halt wirklich der kleine Flieger. Aber ein bisschen haben wir mal mit Schaden gemacht. Gut, und da sehe ich doch ein Rennen. Den kriegen wir. Sauber. Medics in this game is beyond useless. Naja, so hart ist es nicht. Die sind schwächer als bei Battlefield 4. Tatsächlich, weil man auch so schnell wieder spawnen kann und so viele sich nicht drauf einstellen, da können sie durchaus nochmal so ein bisschen was verändern dran. So ein bisschen Feinheiten einstellen. Zum Beispiel, dass man doch immer sichtbar ist, wenn man geheilt werden kann, also revived werden kann. Das ist zum Beispiel ein bisschen schwer, man muss jetzt Q drücken. Anfangs fand ich das ganz cool, weil man damit die Chance hat, vielleicht nicht die Squadmates mit in die Scheiße reinzuraten, weil noch einer chillt oder so. Aber so ein Feind. Aber insgesamt ist es doch, hat es viel mehr Nachteile als Vorteile. Das könnte man vielleicht wieder wegnehmen. Ansonsten, ja, finde ich nicht, wenn man sich ein bisschen drauf einstellt. Der spielt sich halt ein bisschen anders, aber ansonsten ist der eigentlich richtig gut. Vor allen Dingen, weil man halt auch wieder hier mit einem Schuss sofort, also mit einem Nadelschuss hier sofort den Leuten einfach mal direkt wieder 100% Leben reindrücken kann. Davor muss man ja aufladen, den Defi. Der Linus nimmt tatsächlich den Punkt damit ein. Die drehen uns einfach im Kreis
und nimm die Scheiße aus der Luft ein. Damit kann man wirklich richtig geil aus der Luft heraus auch hier wieder kommen. Das ist super fett. Das ist richtig cool. Aber Schneegelding, ach so genau, und man muss ja immer den Defi mehr erst aufladen und so weiter und so weiter. Und da war das eher immer ein bisschen störend, weil halt man das dann teilweise, viele das auch nicht gemacht haben, ich teilweise auch nicht gemacht habe, man den voll aufzuladen. Das ist dann eher nervig. Und zusätzlich halt hat man auch länger gebraucht, bis man wirklich einen revived hat. Insofern ist das alles so ein bisschen jetzt hier, finde ich sogar ehrlich gesagt, leichter. Das einzige Problem, und das da stimme ich das halt schon mit zu, ist halt, dass die Leute sich sehr schnell selbst reviven können und die Waffen nicht vollends geil sind, Alter. 61 zu 1, genau. Das ist schon wirklich ein bisschen bedauerlich dabei. Ich meine, jetzt, ich habe jetzt eine Waffe noch dazu bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist so die letzte, die man sich freischalten kann mit so einem richtigen Sniper-Visier dran. Und die ist schon deutlich besser. Also mit der kann man einigermaßen spielen. Ansonsten, ja, ich hoffe, da kommen noch ein paar andere Waffen dazu. Also mit denen war ich bis jetzt nicht vollends glücklich. Da müssen wir mal so ein bisschen mal gucken. Und halt, wie gesagt, eigentlich, dass die Leute sich relativ schnell einfach wieder respawnen können, ist halt dann auch so ein bisschen mal die Frage. Also, man rennt da meistens hin und dann passiert da nicht so viel. Aber man darf halt auch wiederum nicht vergessen, hier spielen viele Leute, die wahrscheinlich normalerweise nicht unbedingt, gar nicht, oder? Das von uns gar nicht Battlefield zocken. Das heißt, auch gar nicht so gewohnt sind, wie das so alles mit dem Reviven und sowas alles. Das heißt, die machen sofort Respawn und Breaker weg. Und dann denkt man sich natürlich als Medic auch mal, ja, ist jetzt ja nicht so geil. Warum bin ich denn jetzt Medic geworden? Ne? Aber es könnte sich am Ende vielleicht sogar einfach so ein bisschen einranken und man könnte das sogar so lassen, wie es jetzt ist. Also ich finde es nicht richtig, richtig scheiße. Am Anfang fand ich es wirklich doof. Da haben wir uns noch nicht so wirklich drauf eingestellt. Also Linus fand das halt genauso. Aber so mittlerweile geht das eigentlich. Aber mal gucken. Mal gucken vor allen Dingen halt, was das Hauptspiel dann noch so mit sich bringt. Vor allen Dingen in Sachen Waffen und sowas. Dann können wir da gucken. Oh ne, der ist von uns. Alles klar. Alles klar. Oh, da rennt welche da. Ich hab ihn gesehen. Gleich den nächsten. Ach Mist. Haben wir sie nur ein bisschen angeschossen? Na? Hinten vielleicht? Nee, oder wir fliegen wieder zu Emil? Ich glaube, wir heilen uns erstmal eine Runde. Ich meine, das hier ist auch wirklich schön mit diesem Selbstheilen. Das funktioniert ganz gut, weil man halt auch wirklich super lange konstant fliegen muss und nicht beschossen werden darf dabei. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Man könnte durchaus, ich meine, wir sind ja nun mal so Holzflugzeug. Eigentlich sind wir nicht wirklich gepanzert oder sowas. Da könnte man durchaus überlegen, dass der vielleicht sogar gegenüber normalen MGs durchaus ein bisschen mehr Schaden nehmen könnte oder sowas. Oder dass man mit dem mehr kritisch Schaden machen könnte. Dass man, wenn man halt gut zielen kann, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich kann mit dem MG durchaus den so in die Tragflächen schießen, dass er vielleicht ein Stück aus dem abbricht und danach kann man halt nur noch Danach kann man halt dann nur noch irgendwie schwer weiterfliegen oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen. Weil wie gesagt, es ist ja halt Holz und Stoff. Geil. Und das ist halt Holz und Stoff hauptsächlich bei diesem Flieger hier dran. Und ich meine, wenn ich hier in so einem Wasser... Ach, hat er wahrscheinlich sogar einen Baum erwischt. War sehr nah am Boden. Ich meine, wenn man dann überlegt, dass man halt so ein wassergekühltes, richtig schweres MG hat und ich da durch die Tragflächen siebe, dann muss das doch irgendwie auch was machen. Und da sind die ein bisschen zu schwach vom Boden aus. Aber wie gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, das an sich zu countern. Das ist jetzt nicht unbedingt wie beim leichten Tank, bei dem ich bis jetzt noch die meisten... Komm schon... Ja, wenigstens die meisten Schwierigkeiten sehe da irgendwie mit denen zu countern. Obwohl das natürlich auch geht, aber es ist deutlich schwieriger. Aber mal gucken, wie sich jetzt alles so ein bisschen einspielt am Ende. Hey, wir nehmen den Punkt so ziemlich relativ langsam, aber wir machen es. Der ist ja über uns abgegangen. Da habt ihr auch gesehen, diese Explosion, das ist die Flak. Da geht's ordentlich ab. Die Flak sieht auch... Ach, scheiße. Die Flak sieht auch richtig geil aus. Also wie diese Geschosse in der Luft explodieren und so weiter, das ist ziemlich fett. Die haben sie wirklich gut hingekriegt. 25 zu 3, ne? Da seht ihr es einfach mal, dass es mit dem Ding wirklich einfach im Geschütz da oben drin ist und ach, einfach nur geil mit dem Riesenflieger. Na, wo können wir hin? Wo können wir hin? Ich will da irgendwo spawnen. Ja, gehen wir mal direkt zum Punkt. Können wir hier noch ein bisschen was machen? Gehen wir mal am besten wieder raus. Hier, das ist die coole neue. Schon. Die neue Medic-Waffe, die ich meine. Ich hab wenigstens damit. Ja, sauber. Mit der ich noch wirklich ein bisschen Übung brauche, das sage ich mal so schon vorweg. Der kriegt eine Nate. Da ist schon noch eine Nate reingeflogen. Aber ist egal, da sind sie halt alle down. Ist gut, wir nehmen hauptsächlich den Punkt ein. Darum geht es ja hierbei auch. Aber ansonsten ist sie echt ziemlich fett. Also das, damit geht der Medic schon eher klar. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig mit der zufrieden. Also auf die Nähe ist sie dafür teilweise super schlecht. Da hat sie wirklich ihre Abzüge. Aber dafür spielt sie sich als ehestens noch hier irgendwie so wirklich eine DMA. Die anderen eigentlich ja gar nicht so sehr.
Aber die hier schon. Da passt das so einigermaßen. Na, na, na. Oh, da ist noch einer. Den haben wir, den haben wir. You've been promoted. Oh ja. Yeah. Oh, oh, da sind ja noch mehr. Oh, da ist noch einer. Bäh, 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 bäh. Aber den haben wir auch noch gleich. Nice. Oh, ich glaube, da können wir einen reviven. Nee, macht das schon. Ja, ich glaube, nee, oder nicht. Versuchen wir es nochmal. Nö, kriegen wir so nicht. Schade, schade, schade. Ja, gut. Kommst du vielleicht von da hinten weiter noch? Nö. Anscheinend nicht. Doch, hier ist doch was gestorben. Da sitzt da am Geschütz dran. So eine... Oh, das ist auch echt. Oh, das ist auch. Ach, Mist. Mist, da haben sie uns. Medic, Medic. Komm schon. Ja, ja, er hat's. Super geil, super geil. Also für alle, die es auch nicht mitbekommen haben, oh scheiße, ist es natürlich auch echt so, dass Linus, wir spielen noch zusammen, wir hatten aber einige Probleme, mussten bei ihm den kompletten PC neu aufsetzen, Windows 10 drauf spielen, erst jetzt konnten wir es wirklich gut und lagfrei spielen bei ihm, aber die ganzen Aufnahmeprogramme sind noch nicht wirklich drauf, das heißt, die Runde seht ihr nur meine Sicht und ansonsten dann, also mit der nächsten Folge müsste es glaube ich dann endgültig soweit sein, dann gibt es auch hoffentlich ganz klassisch über Battlefield 4 alle Sichten und dann bekommt ihr, glaube ich, die geballte Action, weil da kann man immer schön von beiden Seiten auch einfach die ganze Action rüberbringen. Und das ist immer schon ganz schön. Da kommt man noch mit. Ja. Okay, er wurde schon revived, alles gut. Dann kriegt man eigentlich immer wirklich immer so das Schönste aus beiden Sichten zu sehen, was doch echt ein gewisser. Doch, doch, doch. Schon. Und jetzt wurde er gekillt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas mit den beiden Sichten auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall einen super Vorteil. Ist. Auch für euch natürlich. Okay. Wo können wir denn? Ja, sehr schön, sehr schön. Wir sitzen auch nicht diesmal vorne raus, sondern Linus hat das gesehen, der klebt jetzt vorne. Wir sind jetzt der Pilot. Na, wir gucken mal. Wir fliegen mal direkt über C weg und versuchen mal hier gleich ein paar Bomben abzuschmeißen. Es gibt zwei verschiedene Typen Bomben. Hier unten drauf seht einmal die größeren und die kleinen. Ein bisschen mehr streuen, ein bisschen mehr präzise. Wir hauen einfach alle raus. Und bam, da haben wir auch gleich schön hier was reingedrückt. Sauber, sauber, sauber. Ansonsten bringt es mit dem immer so ein bisschen halb durch die Gegend zu fliegen, also genau wie wir es jetzt eigentlich machen. Ist immer ganz anständig. Oder halt wirklich auf große Distanz gerecht gerade flach drauf zuzufliegen. Oder haben wir ein bisschen was eingeschenkt bekommen. Das bringt es dann meistens auch nochmal. Halt für den Frontschützen, der einfach nur mal wirklich das Mächtigste an diesem Ding hier ist. Okay, da haben wir die Bomben. Driver Assist. Nee, aber das ist auch schon vorbei. Naja, gut, gut, sind wir nicht allzu lange geflogen. Aber am Anfang war ja sehr viel dabei. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, wir gucken uns natürlich noch die Statistik an. Wir wollen es nicht übertreiben, aber wir müssen natürlich auch noch ein bisschen sein. Da müsste es nämlich einigermaßen ja auch eine tolle Statistik für uns vielleicht zu ergeben. Vielleicht kriegen wir sogar so ein Anfangsbildchen. Aber da waren noch ein paar andere, die sehr gut dabei waren. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Nein, haben wir es leider nicht geschafft. Gucken wir mal direkt ins Scoreboard rein. Und da sind wir sehr weit oben mit dabei. Das gesamte Squad, das ist einfach super fett. Also dann, bis zum nächsten Mal.